Wisst ihr, wir auf Global hatten eine Sache. Eine Sache, die uns von JP abgehoben hat. Die uns so ein Gefühl gegeben hat, dass wir auch gemocht werden, was Sachen Rewards angeht. Und die wurde uns heute genommen. Und damit Chernobyl und willkommen zu einem neuen Dokkan Battle News Video. Spaß beiseite mal. Auf der globalen Version gab es vor einiger Zeit, ich weiß nicht genau wann, gehen wir später nochmal drauf ein, ich habe das Datum da, ein Banner, was für uns bis zum heutigen Tage exklusiv war. Das beinhaltete 5 Charaktere, die JP bis jetzt nie gesehen hatte. Was eine ganz nette Sache war. Und dieses Banner kommt nun eine Ewigkeit später auch zu der japanischen Version. Ich glaube, es ist circa ein Jahr her, aber sicher bin ich mir absolut nicht. Und direkt mal vorweg, bevor wir darüber reden, habe ich schon Leute gesehen auf Twitter etc., die rumbitchen, weil JP jetzt denselben Content bekommt wie Global. Und hier mal ganz kurz, ja, JP ist an sich die bessere Version in jeglicher Hinsicht. Stones, Beschenkungen, alles eigentlich immer besser. Weil wir kriegen zwischendurch mal so, oh cool, hier da ist garantiert Banner und die Raids sind trotzdem scheiße, aber JP an sich besser. Nichtsdestotrotz kriegen wir Global doch auch alle Charaktere, die JP bekommen. Warum also sollte JP nicht auch die Charaktere bekommen, die wir haben? Ich meine, ja, es war exklusiv, aber es ist doch nur fair, dass... Oh, das Geräusch hatte den schon. Es ist doch nur fair, dass JP auch die Charaktere bekommt, die wir haben. Weil sie damit bessere Teams bauen können, etc. Meiner Meinung nach nichts zum Rumbitchen drüber. Haben sie verdient, dass jetzt später kommt, ist halt ein netter Vorteil für Global. Aber so haben es beide Versionen. Und wir haben ja immer noch den, die besser gesagt, Super Saiyan 3 Vegetas. Also kackt euch mal nicht ein. Da muss man absolut nicht rumbitchen. Aber jetzt zur eigentlichen News. Auf der japanischen Version ist in den News Folgendes aufgetaucht. Ein neues Story-Event erwartet uns mit... Hier sieht man Goku und Paikuhan. SR Farmer, Dokkan Awakebar. Dazu wissen wir natürlich schon alles, die Global-Spieler, auch die JP-Spieler werden sich schlau gemacht haben. Und darauf möchte ich heute mal eingehen, was genau euch denn erwartet, falls ihr JP-Spieler seid. Wie das Event so aussieht, wie das Banner so aussieht und ihr wisst schon, das alles halt. Direkt vorweg möchte ich mal auf das Banner eingehen. So, vielleicht steht es hier auch nochmal. 31.07.2017, okay, es ist fast ein Jahr her. Okay, wir haben den 11.06., ich wollte gerade sagen ein halbes Jahr, aber nein, tatsächlich, es ist fast ein Jahr her, dass dieses Banner auf Global Online war. Und es war ein SSR-Garantiert-Banner und ich hatte so viel Probleme damit. Weil ich diesen Typen gehuntet habe und diesen Typen hier unten aber 6-mal bekommen habe. Gott verdammt, das war mein erstes richtiges Rage-Video. Aber im Endeffekt habe ich jetzt Paikuhan, Goku, Cell, Freezer, bin ich mir nicht sicher. Ja, dieses Banner hat gleich 5 neue Charaktere mit sich gebracht, die JP bis heute nicht hatte. Davon 4 SSR. Warum man einen SR dazu bringt, keine Ahnung, juckt nicht. Einmal ein, kann man das so nennen, naja... Doch, Angel Final Form Freezer, Angel Perfect Cell, Angel Super Saiyan Kaioken Goku, Angel Paikuhan, ne, einfach nur Paikuhan, Verzeihung, hieß er Angel, ja, und Angel King Cold. An sich war es ein nettes Banner, wie gesagt, GSSR ist inzwischen eh jedes, ich glaube es hat Discount Summons, da bin ich mir jetzt aber nicht sicher. Naja, nichtsdestotrotz war das recht nett. 3 times only, SSR garantiert, ich bin mir nicht sicher, ob es danach verschwunden war. Ach ja, und beim Summon hat man ein paar nette Items bekommen, auf die ich auch gleich eingehe. So, und mit dem Banner zusammen kam auch ein Event dazu. Kein Dokkan-Event, aber ein Event zum Awaken, und zwar dieses hier. Sieht doch ganz nett aus. Epic Battle Arise, Otherworlds Challengers. SSR Super Saiyan Goku Kaioken und Paikuhan sind awakebar hier. Cell und Freezer haben keins bekommen übrigens bis heute. Vielleicht ändert sich das mit dem japanischen Release, vielleicht kriegen die da ja eins und wir kriegen das auf Global jetzt später. Wieder nice. So, dieses Event hatte nur eine Stufe, aber 3 Schwierigkeitsstufen. Halt Normal, Hard und Z-Hard, also ist ganz normal. Auf der ersten kriegt ihr nur den Goku gedroppt. Ja, es gibt einen Free-to-Play-INT Goku, wie ihr hier oben auch sehen könnt. Auf der zweiten kriegt ihr den Goku plus Medaillen und Items gedroppt. Auf der dritten auch. Heißt, man macht meistens eigentlich die dritte. So. Ihr werdet am Anfang mit Cell, Freezer und King Cold kämpfen. Und danach werdet ihr euch entscheiden müssen, ob ihr gegen Goku oder gegen Paikuhan kämpfen müsst. Und je nachdem, wen ihr wählt, kriegt ihr halt Medaillen gedroppt, um einen von den beiden zu awaken. So ist auch nicht diese Sache ganz halt wie damals bei C17 und C18. Ich brauche die Medaille, aber kriegt nur die gedroppt. Nein, ihr geht den Weg, den ihr braucht. Ende. So, des Weiteren, wir sehen könnt hier, ihr kriegt den Goku gedroppt einerseits, könnt ihr bekommen. Den Char. Die Goku-Medaille, also den Goku kriegt ihr auch nur beim Goku gedroppt, wenn ihr den besiegt, plus die Goku-Medaille. Oder wenn ihr gegen Paikuhan kämpft, kriegt ihr entweder die Paikuhan-Medaille oder ein paar nette Trainings-Items.
Ja, die gehen ganz gut EP, konnte man damals farmen, sollte die auch auf jeden Fall machen. Lohnt sich meiner Meinung nach schon hier. Ist doch ganz nett. So, des Weiteren gab es Missionen dazu, falls ihr halt nicht das Glück habt, jetzt den Goku gedroppt zu bekommen oder sein Event gar nicht machen wollt, weil ihr nur Paikou anfahren müsst. Wenn ihr das Event insgesamt 20 Mal geklärt habt, habt ihr Total Rewards 10 Mal diesen Goku gehabt. Heißt, SR10 war safe drinne. Wenn ihr jetzt noch Dupes haben wolltet, weil man kann ihm so ein UR machen, Spoiler, musstet ihr in dieses Event jedoch doch nochmal reingehen. Aber hey, 10 haben wir so bekommen und außerdem eine Menge an Trainings-Items, also ich finde das schon mal ganz nett. Das war ganz nett. Könnt ihr ruhig mal wiederkommen, kam es jetzt nämlich nicht wieder. Aber eine andere Sache, was können diese ganzen Charaktere denn, weil es sind ja 5 Stück, da muss doch was Gutes dabei sein. Ja, verdammt gut sogar. Dieser Goku gefällt mir immer noch verdammt, ja, also er ist eine Top-Karte, kann man schon sagen. Er ist wirklich sehr gut, vor allem die Link-Sets. Passt auf, physisches Ki plus 2, HP Attack Defense plus 50%, vor der Neo-God-Dealer und Kategoriezeit, war das ja so? Ne, es war während der Neo-God-Dealer selber. Naja, falls man jetzt keinen hatte groß irgendwie, dann war sein Healer-Skill schon okay. Das Ding ist bei ihm, was eine schöne Sache ist, er macht dafür, dass er einfach so ein reingeschobener Char ist, immensen Damage. Ist top. Die Sache, warum er immensen Damage macht, also es muss ja auch einen Minuspunkt, so einen Haken muss es ja geben. Er opfert 7% seines HP währenddessen. Es ist die Kaioken-Goku-Mechanik halt, die Super Saiyan Blue Kaioken-Goku-Mechanik. Passt hier ganz gut, kann ich mitleben. Jetzt seine Passive. Ki plus 3, Attack plus 100%, when HP is 50 or above. Das ist krass. Wenn man jetzt noch die Links sich anschaut, Prepare for Battle, Shocking Speed, Super Saiyan, Kamehameha, Over in a Flash, Otherworlds Warriors und fucking Fierce Battle? Du hast doch kein Fierce Battle gehabt, oder? Okay. Naja, meiner Meinung nach hat er ja kein Fierce Battle, wenn das hier steht. Jedenfalls ist es eine unglaubliche Maschine, weil er hat 3 der Top-Links, Prepare for Battle, Shocking Speed, Over in a Flash und dann auch noch 3 Key mit seiner Passive, also ulten könnt ihr mit diesem Typen immer, egal was für ein Team ihr benutzt. Dann noch der 100% Attack Boost, das alles leider gebunden an die 50% Grenze, aber auch die werden wir so leicht nicht unterschreiten. Er ist momentan aber noch in keiner Kategorie, wenn ich mich nicht irre, leider. Oh, er hat einen Origin of Art. Wow. Die kleine Sache, die mich stört, ist halt dieses 50% Ding. Nimmt das doch lieber weg, also immer 100% und nimmt dafür auch das Key weg, weil seine Links sind gut genug, dass er das eigentlich nicht braucht. Das war somit die Top-Karte im Banner. Dazu ist aber noch ein neuer Paikouan gedroppt, der erstens sehr, sehr nice aussah und zweitens auch mal ganz gut war, endlich mal im Gegensatz zu dem Tech-Paikouan. Dieser hat STR-Key mit 2 geboostet und 50% auf allem, das Gegenstück zu Goku quasi. Hat aber dafür auch nur Supreme Damage gemacht, aber lowert dafür noch Great DD Attack. Also Goku hatte hier bei immensen Damage noch was. Ja, er hat hier einen Minuspunkt gehabt, Paikouan hat nur Supreme Damage und Great DD lowert dafür aber noch die Attack. Ist doch gut. Seine Passive, die ist interessant. Attack plus 70% und All Enemies Defense minus 30%. Gefällt mir ganz gut eigentlich, vor allem da man ihn auf SR10 farmen kann, durch den, wie heißt denn der? Strike Paikouan. Ist eine ganz nette Sache, also ein Attack Boost von 70% ist jetzt nicht so krass mehr, aber auf SR10 gefarmt bestimmt doch ganz schön. Mir gefällt halt die Tatsache, dass er die Defense des Gegners um 30% reduziert, was unter anderem bei dem Broly Event, okay inzwischen nicht mehr, aber was über Battle Road vielleicht ein bisschen nützlich sein könnte. Wow, Origin of Art, ja, 1:1 dasselbe. Naja, ist ja nicht schlecht. Auch er hat Prepare for Battle, Shocking Speed. Fierce Battle, ich zweifle daran, aber an sich auch eine ziemlich solide Karte, vor allem da er halt farmbar ist. Gefällt mir gut, habe ich auch benutzt zuvor gewesen, ihn bis jetzt zu farmen. Dann haben wir die zwei, oh Moment, nee, bevor wir auf die zwei anderen Chars eingehen. Der Free-to-Play-Goku, INT, das ist der Dings, den ich hier gerade gezeigt hatte, der da. Awake Bar zu dem hier. Sein Leader-Skill, All-Type, HP und Attack plus 30%. Naja, Durchschnitt für eine Free-to-Play-Karte wohl okay. Macht Extreme Damage leider nur und raise die Attack für 3 Turns dafür. Das ist not bad. Und seine Passive gefiel mir ganz gut tatsächlich. High Chains auf Key plus 2 und Attack plus 80%. Die Links sind leider wirklich nicht die, so, also das war da. All in the Family, Golden Warriors, Super Saiyan, Kamehameha, Saiyan Warrior Race, Otherworld Warriors. Die Links sind halt wirklich beschissen. Kann man so sagen. Ich habe ihn trotzdem eine Weile im INT-Team gerannt, weil seine Passive recht oft einfach anging. Er war auf 10 zu fahren, man konnte ihn auch einfach free dupen. Er ist eine okay, solide Einheit, muss man so sagen. Ich kann sehr gut damit leben, dass es ihn gibt. Gefällt mir ganz gut. Raise Attack for 3 Turns, 50% Boost. Ach ja, und er kann halt früher ulten, deswegen habe ich ihn so gerne benutzt, wenn die SA auf Max ist. Ab 9 nämlich schon. Heißt an sich, die Dings hier geht auch recht oft an, meiner Meinung nach. Ist er eine grundsolide Karte. Und seine Links werden wettgemacht durch diese Key plus 2, die er oft bekommt.
Jetzt aber zu den anderen Chars, die nicht awakebar waren, sondern einfach nur im Banner drin waren. Der Cell einmal, auch wieder Leader-Skill-Prinzip, aber mit weniger. AGL Key plus 2, HP Attack Defense 30%. Macht Supreme Damage, lowert die Defense und ist ein Nuker mit 15% Attack für jede Key-Sphäre. Leider komplett umbrauchbar meiner Meinung nach. Wir brauchen nicht noch mehr Nuker, vor allem so langweilige. Er kann wirklich nur 15% Attack kriegen. Das ist richtig, richtig wack. Braucht man nicht meiner Meinung nach. Big Bad Boss ist Link immerhin, also Nightmare, Big Bad. Trotzdem meiner Meinung nach ziemlich hart scheiße. Und ich habe davon Tubes. Dann der Tech Freezer. Tech plus 2, HP Attack Defense 30, ja, macht Sinn. Supremer Damage mit einer Rare Chains to Stun. Besser als Cell, weil Attack plus 90% beim Performing ist Super Attack. Das ist schon mal ein Stück besser. Seine Links sind halt. Nightmare, Prodigy, Shocking Speed, okay. Deine Links sind okay. Nightmare kann vielleicht was bringen im Extreme Team. Die 90% bei der Ulti sind aber schon mal nicht schlecht. Ich würde ihn jetzt nicht im Extreme Tech Team benutzen, vielleicht wenn er ein Awakening irgendwann mal bekommen sollte. Aber er ist farmbar inzwischen durch die beiden hier unten und kann an sich also schon mal ganz gut reinhauen. Und zum Abschluss haben wir eine SR-Karte, King Code, warum auch immer. Die NT-Type Enemy Attack minus 20, macht Extreme Damage und Attacked Enemies Attack minus 25%. Ja, zu ihm muss ich jetzt glaube ich nicht so viel sagen, er ist eigentlich eher nur Füller gewesen, so der SR des Banners halt, also eher. Naja. Die wichtigsten Sachen also sind einmal der neue Free-to-Play Goku, der auf euch zukommt, der Pycorn aus dem Banner und vor allem der Angel Super Saiyan Kaioken Goku aus dem Banner. Ist eine ziemlich nice Sache gewesen und mir hat es auf Global damals extrem gefallen. Ich hoffe, den JP-Spielern wird es genauso gefallen und sie werden nicht über irgendwas rumbitchen, aber an sich ein Banner, worauf man sich hypen kann. Dazu wäre das alles dann zu dem kommenden Banner und Event auf der japanischen Version. Schreibt mir doch gerne mal in die Kommentare, wie ihr das findet, dass es nicht mehr Global Exclusive ist. Stört es euch nicht, so wie bei mir, oder seid ihr am rumbitchen? Und wenn ja, warum? Lasst es mich gerne wissen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns morgen bei einem neuen Dokkan-Battle-Video wieder. Scheiße. Das war's mit der Monetarisierung. Bis dann, haut rein. Vielen lieben Dank fürs Zusehen. Tschernobyl und ciao.